So Leute, der Shop wird sich hier gleich mal wieder aktualisieren. Lasst ein Like da, lasst aber auch gerne ein Abo da. Falls ihr neu da seid, würde mich sehr, sehr freuen. Wir haben jetzt hier noch ganz genau 8, 7, 6, 5, 4, 3. Was bekommen wir Neues rein? Was Seltenes, was Neues und kommt schon irgendwas Gutes, bitte. Okay. Wir haben einen neuen Stil zu der, wie heißt die nochmal? Warte, wie heißt sie nochmal? Die heißt, okay, die Kriegerin bekommt einen neuen geheimen Stil. Wurde nicht geleakt, ist jetzt am Start. Finde ich schon nice. Ja, aber den Skin gibt es doch schon, oder nicht? Ist nicht sozusagen eine Skin-Kopie? Ich würde jetzt schon behaupten, dass es jetzt so eine Skin-Kopie wäre. Weil ihr kennt ja die anderen Skins. Davon gibt es eine männliche und eine weibliche Variante, die so ein bisschen mehr leuchten. So in lila, in türkis glaube ich auch. Ich weiß nicht. Ich glaube, lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Aber für die, die den Skin schon davor besessen haben, ist es hier natürlich gratis dazu bekommen. Aber meiner Meinung nach ist es ja schon eine Skin-Kopie. Finde ich jetzt nicht so nice. Hätten sie vielleicht was Besseres draus machen können. An sich der Skin, ja, nichts Besonderes. Passt eine Hacke dazu? Ist es nicht die Hacke vom Schlachtenhund? Doch, eigentlich schon. Aber der Schlachtenhund ist heute auch nicht im Shop da, ne? Aber ich sehe hier sehr interessante Sachen. Turnierskin ist wieder am Start. Wir haben hier eine neue Lackierung, die sehr, sehr gut aussieht. Ich schaue mal kurz nach, ob wir irgendwas Seltenes da haben. Wir haben heute... Okay, wartet mal ganz kurz. Wir haben heute... Oha, was sehr, sehr Seltenes am Start sogar. Ach krass, die war ein Jahr lang nicht im Shop da gewesen, dieser Skin. Die war ein Jahr lang nicht da gewesen. Also 361 Tage zuletzt gesehen im Shop. Okay. Ja, aber trotzdem nichts Besonderes. Ist jetzt nichts Krasses. Aber dieser zweite Ziel, der wurde nicht geleakt. Deswegen, ja. Dann haben wir hier, was ist das hier? Stillschweigen. Okay. Sieht fresh aus. So hier in schwarz-grau. Feier ich mega. Außer das Backpack. Und die Taschen könnte man weglassen. Passt eine Hacke hier dazu. Auch nicht schlecht. Und Lackierung, die nichts Besonderes ist. Ist hier so ein bisschen zerkratzt. Ja, da gibt es bestimmt bessere Lackierungen. Dann haben wir noch den Skin von gestern. Auch jetzt nicht wirklich besonders. Sieht schon mächtig aus, aber für 1.5 leuchtet nicht mal oder so. Und kein Zweitstil. Wird bestimmt noch irgendwann mal kommen im Laufe der Season oder der nächsten Season. Raufbolden. Auch schon echt oft im Shop da gewesen. Nichts Besonderes mehr. Dann haben wir hier noch Tango-Skin. Das ist ja der PlayStation 4 Turnierskin gewesen, der kostenlos war für die Leute, die Top 5 waren oder so, also Top 5%, die haben den kostenlos bekommen. Ja, für 800, warum nicht? Dann haben wir hier noch Fußfinese, chilliges Emote. Nice, dann hätten wir hier noch die neue Lackierung. Okay, ist mal was anderes, würde ich sagen, oder? Ja, sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Für 500. Okay. Nicht schlecht. Dann hätten wir hier noch unendlicher Depp. Für 500. Ja, nicht so wirklich besonders. Für 200 schon besser. Ja, aber chillige Musik. Und zu guter Letzt haben wir hier noch Schattentraining. Für 200. Sehr, sehr freshes Emote. Und zu dem Skin brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Das wird wahrscheinlich noch so lange da bleiben, wie die ganzen Challenges. Und das Paket wird auch noch da bleiben. Ich sehe hier gerade, das Slurp-Legenden-Paket ist raus. Schade. Okay, dann würde ich sagen, das war's mit einem kurzen Shop-Video.